Hallöchen, willkommen bei Zorkania, genauer gesagt dem allerersten Video. Und das wird ein kleines Angespielt von Mitosis. Wieso jetzt Mitosis? Gibt ja noch andere bekannte Vertreter von der Spielart. Nun, erstens bin ich zufällig beim Stöbern auf Steam auf Mitosis gestoßen, kannte vorher gar nicht diese Spiele. Zweitens lässt sich Mitosis wunderbar am PC per Maus spielen. Auch wenn die jetzt für Smartphone konzipiert sind, die Spiele. Die Steuerung per Maus ist mir wesentlich einfacher und geht auch, man hat eine bessere Reaktionszeit und der Finger blockiert das Sichtfeld nicht. Der Frust ist halt ein bisschen geringer so. Schön, dass ich jetzt eine Nachricht kriege. Okay, der dritte Punkt, Mitosis bietet mehr Möglichkeiten, zum Beispiel bei Agar.io nur dieses Free-for-All, zum Beispiel Random Team oder Guild Wars, was Random Team ist, halt nur mit Spielern, die man kennt. Und dann neuerdings auch Capture the Flag, habe ich auch schon ausprobiert, ist ganz nett, aber bevor ich euch zuquetsche, was es gibt, das werden wir nämlich gleich sehen, wollen wir gleich mal loslegen, nicht wahr? Kurz vorher, ich habe noch andere Vertreter gefunden, letztens so, auch für Smartphone, ich weiß nicht, welche sich wo und wie spielen lassen, ich kann ja nicht alles ausprobieren. Mitosis habe ich schon ein bisschen eingespielt und macht Spaß und da wollen wir dann gleich mal anfangen. Der Klassiker ist Free4All, wie man sieht, dann gibt es Random Team. Dann gibt es so drei verschiedene Teams, die per Zufall zusammengesetzt werden. Und da kann ich dann später auch erzählen, worum es da geht. Capture the Flag haben wir hier und Guild Wars. Wo man sich einfach eine Gilde beitreten kann, aber da, ich glaube, da muss auch noch ein bisschen, kommt auch noch ein bisschen dazu dann. So, das Klassische, ich weiß nicht, viele kennen das Spiel wahrscheinlich schon, wenn nicht, dann könnt ihr ja gleich mal sehen, worum es geht. Ich habe, es ist alles schwarz, weil ich den Nachtmodus aktiviert habe und werde auch gleich mal gefuttert. Ja, man spielt einen runden kleinen Ball, den man durch eine Karte steuert und kleine Zelt für mich, also hier Nahrung aufsammelt. Dadurch gewinnt man dann Größe und macht Punkte. Und man kann, wenn man eine gewisse Größe hat, die Kleinen hier fressen. Das ist ein anderer Spieler. Und wenn man größer ist, kann man Kleine fressen. Und man muss aufpassen, nicht selber gefressen zu werden, wie es mir gerade passiert ist. Hat man ja gesehen. So, Free for All ist jeder gegen jeden, aber auch hier habe ich schon entdeckt, dass so einige so ein bisschen Teamplay machen, so gegenseitig sich unterstützen. Das ist eine Münze, die kann man auch sammeln. Hier bei den Mitosis gibt es sehr viele Münzen, da muss ich jetzt mal weg, sonst fängt er mich. Hier wurde schon, oh, hier ist, nicht gut, gar nicht gut, große Gegner und ich sehe gerade, ich bin hier ziemlich eingeengt, aber zum Glück interessieren sie sich gerade nicht für mich, weil sie sich gegenseitig behaken. Der Vorteil, das sind große Viren, ich nenne das meistens eher Minen. Da geht folgendes, wenn man zu groß ist und dagegen kommt, teilt man sich auf. Also wie ihr seht, ich habe jetzt zwei Bälle, bis zu acht Bälle kann man haben. Aber wenn man acht Bälle hat und einen großen hat, dann kann man die auch fressen, dann kann man nicht zerkleinert werden mehr. Das andere ist, wenn man drauf schießt, passt auf, zack, 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 drei Schüsse benötigt das meistens, dann kann man sie splitten oder teilen, die Mine. Obwohl es ja eigentlich Virus ist. Und wenn man da einen größeren trifft, der noch keine acht Teile hat, zerteilt er sich. Das werdet ihr bestimmt noch irgendwann sehen, wenn es dazu kommt. Aber jetzt erstmal sammle ich die Nahrung ab, ich will nämlich ein bisschen Größe gewinnen und dann will ich Punkte gewinnen, dann gleich noch ein paar kleinere fressen, also andere kleine Bälle fressen, damit ich noch mehr Größe gewinne und ordentlich Punkte mache. Free for All kann man sozusagen auch nicht gewinnen, das ist so Open End. Oben rechts seht ihr Leaderboard, da kann man irgendwie Platz 1 erreichen und versuchen den zu halten. Ansonsten gibt es hier kein Ende des Spiels sozusagen. Die Musik ist jetzt nicht zu laut. Aber dann wollen wir mal. Ist gerade ein bisschen langweilig. Gerade den Ball extra. Ja, da ist einer, aber der ist ein bisschen zu groß für mich noch. Ja, er hat jetzt die rumänische Flagge. Ich habe nicht den Fußball. Man kann sich auch andere auswählen. Da ist einer, der ist. Nein, da ist er mir gerade ausgewichen noch schnell. Ehrlich. Dann habe ich ihn doch geschnappt, weil er irgendwie falsche Bewegung gemacht hat. Oh, meine zwei Bälle sind ziemlich weit auseinander. Hoffentlich nähern sie sich gleich mal an. Weil kleinere Bälle, ich habe zwar immer noch dieselbe Massegröße, aber die sind halt kleinere Bälle und können weggefuttert werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir sollten uns mal ein bisschen mit der Links halten. Wenn der, die Bälle vereinen sich auch irgendwann. Pass auf, guck jetzt. Ich glaube, das waren nur 30 Sekunden. Ich habe mich jetzt nicht genau informiert. So, jetzt habe ich wieder einen großen Ball. Und mit Doppelklick per Maus jetzt kann ich mich splitten, oder? Habt ihr ja schon gesehen, ne? Und da sitzt jetzt mal. Oh, der ist zu groß. Da haue ich lieber ab. Hoffentlich kann ich dem ausgehen. Ausweichen, gut. Er wird selber verfolgt.
Durch den noch größeren. Wie haben wir denn da? Ha, ha, ha. Interessanter Name. Was? Level 1? Hab ich das richtig gesehen? Level 11. Ja, wie es aussieht, er ist auf Platz 1. Mhm. Er ist ja, gleich groß, da bringt es nicht viel. Na, was erreichen wir denn wohl diese Runde noch? Eigentlich will ich jetzt nicht zu viel jetzt für euch spielen, weil ich euch ja noch die anderen Spielmodis zeigen will. Aber ein kleines bisschen geht noch, komm. Ein bisschen geht noch. Wir werden doch schon noch was finden hier, oder? Ah, den hatten wir doch gerade schon. Immer schön Nahrung gründen, da wir ja keine anderen Gegner haben, die wir futtern können. Den könnte ich, aber dazu bin ich... Wenn man klein ist, ist man schnell. Wenn man groß ist, ist man langsam. Das sage ich ja. Das ist ganz einfach. Nicht erklären. Das erkennt man ja sogar. Kartenrand, oberer Kartenrand. Das Kartenrand und Kartenkanten sind durchaus auch gefährlich, wenn man da nicht so schnell entwischen kann. Wenn man groß genug ist, kann man da auch Gegner in die Ecke treiben. Der ist noch zu weit weg, Jetzt ist er vielleicht nah genug, aber Mr. Mario macht eine Wende. Er macht auch eine Wende und ich ziehe daneben. Nun, kann ich ja versuchen dran zu bleiben. Es dauert zwar noch ein bisschen, bis ich mich vereinige. Er geht dem hinterher. Der vereinigt sich vor mir, das weiß ich. Jetzt entwischt er mir. Aber er ist noch umgezogen. Vielleicht komme ich hinterher. Ah, das ist dieser Mario-Schüler. Gegen Günther sind noch größere. Schnell zusammenführen. Da schnappe ich mir noch mal was. Wunderbar. Ein paar Punkte dazu gewonnen. Ein bisschen an Größe. Zu oft sollte man sich nicht aufteilen. Viele kleine Bälle kann man schnell wegfangen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe ja gerade gefangen. Nee, vereinigt sich jetzt auch. Jetzt geht er drauf, aber es wird nichts bringen, weil gleich groß. Jetzt habe ich auch wieder einen großen Ball, bin aber nicht groß genug. Aber wenn die näher kommen, nehme ich euch mit. Aber nicht schnell genug, weil ich größer bin. Nee, das gelingt mir leider nicht. Und da ist etwas, was noch größer ist wie ich. Dann wir jetzt, den schnappen wir uns. Kriege ich den auch noch? Wunderbar. Habe ich ihn mir geschnappt und schon bin ich auf Platz 3. Das ist gut, ein bisschen können wir noch, ein paar Sekunden so. Vielleicht gelingt uns noch mehr. Sehe gerade, die haben auch BSAD mittlerweile eingefügt, steuerungstechnisch. Der ist zu klein, um sich jetzt aufzusplitten, das lohnt sich nicht. Vor allem, weil da schon ein paar andere jetzt gerade warten. Einige ich mich? Ja, er aber auch. Wo kann man drauf? Nirgendwo. Oh. Da, ganz groß. So, ganz groß. Los, weg. Ich muss hier weg. Ja. Yep. Wenn ich nochmal split ist, wird das nicht reichen, denke ich. Aber ich sollte versuchen wegzukommen. Deswegen splitte ich mich auf und dann bin ich ein bisschen schneller mit meinen Bällen. Ja, er will mir jetzt ins Leder, interessiert mich aber nicht. Das hat nicht gereicht, ne Junge? Ich bin hoffentlich schnell genug und mitwischen. Aber jetzt wird hier ein bisschen eng. Jetzt wird hier sehr eng. Er folgt uns, aber ich muss. Ich kann mich nicht noch weiter aufsplitten, um Geschwindigkeit aufzunehmen, weil es hier ist zu gefährlich. Jetzt ziehe ich mal nach rechts. Ganz große zieht mir hinterher, das darf nicht wahr sein. Ey, hol dir doch die anderen. Gut, ihr folgt mir nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder vereint und nein, noch nicht, aber jetzt und dann rauf da und geschnappt. Wunderbar. Das lief doch ganz gut so. Bisschen Glück gehabt, würde ich mal sagen. Schön, aber wie gesagt, so oft ausbilden möchte ich mich nicht. Oh, unterer Kartenrand. Dann wieder nach oben etwas. Nehmen wir den mit? Nein, noch nicht. Das lohnt sich nicht so. Die geben nicht so viele Punkte und Größe und Masse. Sich da nochmal aufzuteilen, lohnt sich nicht. So, jetzt wieder vereinigt. Ich könnte die Nahrung drüben auffressen, aber bei der Größe ist das jetzt auch nicht mehr so gewinnbringend. Jetzt müssten wir eher andere Bälle fangen, andere Spieler. Um wirklich an Größe zu gewinnen. Punktezahl hochzuschrauben. Ja, jetzt hat er ein bisschen an Größe gewonnen. Das könnte es sich vielleicht lohnen. Er scheint sich immer noch in dem Bereich aufzuhalten. Wieder nicht weg.
aber ich bin zu langsam, um zu freuen. Haha, was ganz Kleines. Nett, ey. Der ist da nicht mehr. Ey, ah, verdammt. Ah, eine halbe Sekunde zu spät. Nun, komm, machen wir das. Machen wir. Boah, mitgenommen. Aber er hätte doch noch einen großen Ball, wie es aussieht. Da wollen wir jetzt nicht näher ran. Oh. Da ist auch noch was. Aber wir dürfen nicht, ich werde dann nach unten, weil da unten der Kartenrand ist. Oh, willst du mit daher? Das hat wohl nicht gereicht. Hey, jetzt wird's. Ach, verdammt. Ja, der Blaue, der staubt jetzt ab. Der Arsch. Level 1, ey. Komm hier, Glückspilz. Mit der. Wird das reichen? Würde das reichen? Ich glaube nicht. Nee, es reicht nicht. Verdammt. Ja, Glückspilz, ey. Völlig unverdient. Komm ich wieder. Ey, ne, da muss ich jetzt aber rauf. Mitten in ein Bulk von größeren Bällen. Aha. Nochmal machen das Ganze. Na egal, machen wir. Er hat das gut bewegt. Oh, da nicht lang. Hier ist aber auch Kartenrand, nicht wahr? Ja. Hier ist eine Mine. Da ist noch eine zweite. Da ist noch eine dritte. Oh, der ist schon wieder. Oh, hier sind ganz schön viele. Schwupp, klären wir es mal auf. Naja, er weicht wieder aus. Verdammt. Also. Nö. Eigentlich wollte ich ja nicht zu lange. Ich wollte euch ja noch die anderen Spielmodis zeigen. Was machen wir? Wir verschenken gleich unsere Masse einfach. Aber nicht an Garfield. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn was? Wir glauben, das könnten wir geben. Ne, ihn nicht. Er ist schon groß genug. Das ist ja schon wieder Garfield. Was willst du, Garfield? Du bist nicht groß. Oh. Du bist nicht groß genug, Junge Garfield. Junge, peinst du das nicht? Jetzt ist es warten. Na, den schnitt mal ja schon mit. Doch nochmal was mitgenommen. Mr. Muhaha ist immer noch oben, ganz Platz 1. Scheint sich gut zu halten. Was denn schon Opa Kartenrand? Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Kartengröße immer variabel ist. Hier, da ist was Größeres. Dem sollten wir nicht zu nahe kommen. Obwohl, vielleicht, wenn wir die Mine locken können, dann können wir in die Mine reinjagen, das ist aufgeteilt. Und dadurch gibt es kleine Rebelle. Da ist er ja schon wieder. Er versteckt sich da bei dem. Okay. Da ist Mr. Muhaha. Aber weißt du was? Kleine diese Ratte hin, mal. Upsa. Nicht gar nicht. Nimmst du mich mal. So. Damit wäre das free for all. Boah, erklärt sich ja von selbst. So, Random Team. Können wir mal rein. Drei Zufallsteams, wie ihr seht. Geht ja schon mal super. Ah, deswegen teilt er sich auf, weil er verfolgt wird gleich mal. Drei Teams, verschiedene Farben. Und hier gibt es ein Ziel. Das erste Team, was 5000 Punkte erreicht, gewinnt die Runde. Und hier kann man, ja, hier ist Teamplay gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, wow, eng. Ich habe hier rot und blau, gelb als Gegner. Und die haken sich gegenseitig. Deswegen kann ich noch schnell leuchten. Und mein Team scheint gerade Führung verloren zu haben. Punkte oben rechts angezeigt. Ich könnte ihn jetzt füttern, damit er mehr Größe hat. Oder ihn begleiten und gucken, ob er meinen Gegner findet. Und dann Minen reinjagen, um die dann aufzuteilen. Er geht jetzt nach links. Nein, geht er nicht. Hat er sich vereinigt. Da, das ist doch ein lohnendes Ziel. Willst du dir das nicht schnappen? Willst du das nicht schnappen? Warum schnappst du dir das nicht? Warum schnappst du dir den nicht? Also doch den, aber dafür bist du doch zu langsam, das wüsst ihr doch. Aber ich bleibe in der Nähe, wenn ich irgendwo eine Mine. Hast du schon zwei Teile? Dann hau ich nämlich eine Mine auf den großen. Auf die größere rauf. Er folgt ihm. Du bist nämlich, du haust ab. Wenn du näher kommst, kriegst du eine Mine.
Da hast du die. Siehst du, ich habe ihn aufgeteilt und mein Großer kann ihn leichter fressen. Seht ihr das? Au. Damit sie entweichen. Komm doch. Komm doch. Hui. Oh, und dann, ob mir das jetzt. Ai, ja, war knapp. Ich muss aber auf die Mine. Zack, 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 zack. Zack. Wunderbar. Habt ihr das gesehen? Ihr konntet ihn leichter fressen, aber jetzt wird er selber von Minen beschossen. Ich konnte das jetzt nicht aufhalten. Ich war zu klein. Ich brauche Nahrung, ich bin jetzt zu klein. Ich brauche ja gewisse Masse, um meine Masse zu projecten, also von mir zu stoßen. Um damit die Mine zu teilen. Also schnell Masse sammeln. Komm, du bist so. Na ja, okay. Hat er mich abgestaubt. Jetzt wäre ich ein lohnendes Ziel gewesen, egal. Das staub ich mir jetzt mal ab. Komm ich da noch ran? Nein, das wird zu gefährlich. Wir gehen hier hoch. Oh. Ihr werdet doch jetzt wohl, wird euch doch jetzt gelingen, die Runde zu beenden. Ich meine, Jungs, stellt euch nicht doof an. Oh, hier schnell mitnehmen hier alles. Oh, schön, oh, schön. Schön, schön, wunderbar. Das gibt ordentlich Masse. Alles mitnehmen. So, und dann Richtung Mitte ziehen. Der ist ein kleines Stück größer und der hat sogar zwei Bälle. Ich ziehe natürlich Richtung meinen Großen. Dann ziehe ich die vielleicht gleich mit. Kann ich stehen? Kann ich stehen? Kann ich. So. Ja, jetzt. Nein, da ist eine Mine, aber er kriegt meinen. Oh, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Nee, es wird nicht reichen. Nein, verdammt. Jetzt hätte ich. Ja, toll. Hätte ich fressen lassen. Ich warte hier mal ab. Hat genügt die Führung übernommen. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Wirklich sehr gut. Ob ich will. Kommt Gelb nach unten? Kommen die nach unten? Da kommt ein Gelber. Aber er wird nicht nah genug sein. Nein, wird nicht, kommt nicht nah genug ran. Nun, vereinigt sich gerade. Nein, der Gelbe aber auch. Aber er schafft es nicht. Reicht nicht. Wenn du ihn doch bitte doch mal Richtung Mine locken könntest, dann könnte ich dir. Na, komm doch noch weiter nach unten. Siehst du das nicht? Hier ist eine Mine. Da könnte ich ihn. Ach, scheiße, jetzt ist was blau. Das ist ein großes Rotes. Mr. Rot. Siehst du das nicht? Da ist ein großer Gelber. Lass uns den beschießen. Lass uns den beschießen. Meine Güte. Ja, siehst du genau das? Er beschießt dich jetzt. So, das hat geklappt. Wunderbar. Oh, was macht er denn da? Was macht er denn da? Schieb mich doch da nicht rein. Er hat mich reingeschoben. Toll gemacht. Schnell drehen. Ich muss meine Bälle ignorieren. Ich muss ihm. Es wird nicht reichen. Nein, es wird nicht reichen. Jetzt hat's gereicht. Wunderbar. Ja, so ist das. So ist fein. Wenn ich mich vereinigen könnte, dann würde ich mir auch ein, zwei Bälle schnappen. Ein Ball habe ich schon mal. Ich bin der Einzige, der hier auf Jagd ist. Er zieht nach unten, er zieht nach. Ah, hier hat noch kleine Gelbe. Oh, wer kriegt was? Wer kriegt was? Ich bleibe natürlich dran. Ne, jetzt muss ich weg. Hau ab. Verdammt. Hat dann nicht ganz gereicht. Oh, meine Jungs sind immer noch nicht in der Lage. Oh, da ist die Runde gewonnen. So, ich könnte jetzt schon ein bisschen mehr dazu erklären. So, Capture the Flag erkläre ich beim nächsten Mal. Und Guild Wars ist dasselbe Random Team, nur halt mit den eigenen Leuten hier aus der Rede. Ja, womit mal, was macht man mit Gold, ja? Gold kann man kaufen, ist aber nicht nötig bei so viel Gold, die man da sammelt in dem Spiel. Man kann Skins kaufen. Kriegt man auch Charakter. Oder mittlerweile auch besondere Ausrüstung. Die habe ich gerade ausgerüstet. Man kann auch hier. Man kann drei ausrüsten insgesamt. Dann kann man hier Schuhe kaufen, die gibt halt Bonus. Seht ihr ja hier. Man kann auch ab 1000
Goldmünzen eine eigene Gilde gründen. Dann gibt es ja noch Achievements. Kann ich mir eigentlich auch ein paar Goldmünzen abholen, wie ich sehe. Ich brauche aber keine. Das sind so einzelne Freunde. Man kann mit denen leider nur chatten, wenn sie online sind. Übrigens habt ihr die ganze Zeit den Nachtmodus eingeschaltet. Ich gehe jetzt mal auf Tagmodus ganz kurz, dann sieht es nämlich ein bisschen anders aus, aber ich kenne das ja. Ist dann in weiß. Damit es eventuell aber meistens zu hell ist, vor allem auch wenn man abends spielt, obwohl ich es jetzt gerade mittags habe, ist das schon ein bisschen nervig für die Augen. Schupp. Ich wollte euch ja nur die Optik zeigen. So, stell schnell mal wieder um. So, für den Anfang reicht es dann, denke ich mal. Mir macht Mitose eine Menge Spaß, kostet ja auch nichts, man kann es kostenlos spielen. Ist wunderbar. Man kann auch die anderen Vertreter spielen, ich werde die wahrscheinlich auch nochmal ausprobieren. Aber erstmal werde ich demnächst noch ein paar Mitose-Aufnahmen vielleicht noch veröffentlichen. Wir schauen mal. Bis dahin jedenfalls wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine angenehme Woche. Ganz recht, wie es beliebt halt. Bis dahin, macht's gut.